Hallo, da bin ich wieder. Letztes Mal haben wir schon meine anonyme Briefkastenfirma El Ecno Limited gegründet. Ganz ehrlich, ich sehe mich schon auf dem Cover vom Forbes Magazine. Ich sehe mich bei Gala-Dinners neben Elon Musk und Bill Gates sitzen. Aber da das Ganze nicht auf meinen Namen läuft, kann ich jetzt ganz gemütlich mein Geld ins Ausland verschieben und müsste keine Steuern mehr zahlen. Für eine geheime Briefkastenfirma braucht man aber auch das dazugehörige Bankkonto, weil sonst kann ich so viele Millionen, wie ich will, ins Ausland verschieben. An das Geld komme ich ohne Bankkarte einfach nicht ran. Die Agentur, die meine Firma gegründet hat, hat dafür die ABC Bank auf den Seychellen vorgesehen. Problem ist, die haben mich abgelehnt. Scheinbar haben die mich einfach mal gegoogelt und gesehen, dass ich ein dubioser Typ bin. Das habe ich auch meiner Ansprechpartnerin gesagt und die hat mir daraufhin eine Online-Bank empfohlen. Dort wird wohl scheinbar weniger geprüft. Problem ist, die haben mich jetzt auch vor einem Monat abgelehnt. Das habe ich auch meiner Ansprechpartnerin gesagt und die hat dann gesagt, jetzt habe ich den entscheidenden Tipp für dich, geh doch zu der Online-Bank aus Hongkong. Die überprüfen gar nichts. Aber damit lag sie leider auch komplett daneben, denn ich habe von der Bank folgende Nachricht bekommen. Sie sind ein Hochrisikokunde und deswegen würden wir für die Anmeldung nochmal 500 US-Dollar extra berechnen und für jede Transaktion, die Sie tätigen, würden nochmal 0,05% Gebühren on top kommen. Heißt, Sie sind zwar ein dubioser Kunde und hinterziehen womöglich Steuern, aber für 500 US-Dollar und 0,05% Zinsen vergessen wir das mal schnell. Wenn ich jetzt Millionär wäre und wirklich Millionenbeträge hin und her schieben würde, würde das natürlich ganz schön ins Geld gehen. Ein Bankkonto im Ausland brauche ich aber trotzdem, weil sonst habe ich meine Millionen auf den Seychellen geparkt. Die liegen da zwar warm und trocken und haben es kuschelig, aber rankommen würde ich halt trotzdem nicht. Deswegen brauche ich eine Visa oder eine Mastercard, wo El Ecno Limited draufsteht. Dann kann ich nämlich schön in Deutschland zum Bankautomaten gehen, mein Geld abheben. Und wer das tut und wer El Ecno Limited ist, das weiß ja keiner. Ich fliege wirklich auf die Seychellen, zu meiner eigenen anonymen Briefkastenfirma. Ich freue mich, weil es geht in die Sonne. Es ist ein bisschen wie Urlaub, aber auch wie Arbeit, weil ich finde, echte Journalisten, die müssen dahin fliegen, worüber man spricht. Drüber labern kann am Ende jeder. Echte Journalisten fliegen da auch hin. Aber ich habe auch ein bisschen Angst, weil El Ecno steht auf dem Klingelschild. Nicht, dass El Ecno vor Ort auch auf mich wartet und mich abfängt. Ich weiß nicht, wie die Rechtslage auf den Seychellen ist. Aber ich bin mal sehr gespannt, wie es vor Ort aussieht. 14 Stunden Flug, langsam kann ich nicht mehr. Leider gehöre ich nicht zu diesen YouTubern, die die schönsten Business Classes der Welt testen. Nichtsdestotrotz darf man sich im Flieger auch ein bisschen Luxus gönnen und muss nicht auf erholsamen Schlaf verzichten, dank Emma. Denn Emma ist nicht nur bekannt für ausgezeichnete Matratzen, Kissen, Boxspringbetten und Topper, sondern auch für tolles Reisematerial, wie zum Beispiel das Emma Go Reisekissen. Das unterstützt dich in allen Reiselagen, egal ob am Flughafen, im Flieger, dem Taxi oder der nächsten Staffel 7 vs. Wild. Letztes Jahr habe ich euch ja schon meine Emma One Federkernmatratze vorgestellt und ich bin nach wie vor begeistert. Das Geheimnis dahinter sind nämlich die sogenannten Taschenfedern. Die wissen, was du brauchst, bevor du es selbst weißt. Sobald du dich ins Bett legst, passen sie sich deinem Körper an und sorgen gleichzeitig dafür, dass zumindest ein bisschen Luft durch die Matratze durchkommt und du dir nachts keinen abschwitzt. Und das Beste daran, die Lieferungen von Emma-Produkten sind immer kostenlos. Und durch die Langlebigkeit schonst du nicht nur deinen Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Das garantierte Emma sogar mit 10 Jahren Garantie auf dem Matratzenkern. Also kein Wunder, dass die Emma One Federkern sogar Testsieger bei Shift- und Warentest war mit der Note 1,8. Es lohnt sich also immer, auf der Website von Emma vorbeizuschauen. Gerade gibt es bis zum 15.06. nochmal 40% Rabatt auf viele verschiedene Produkte. Und mit dem Code Steueroase gibt es nochmal 5% on top. Der Link dazu in der Videobeschreibung. Vielen Dank an Emma für die Unterstützung bei diesem waghalsigen Projekt und euch weiterhin viel Spaß beim Video. Herzlich willkommen in Victoria, der Hauptstadt der Seychellen. Bekannt für traumhafte Strände, wunderschöne Korallenriffe und seit 2020 auf der schwarzen Liste für Steueroasen von der EU. Das heißt, entweder kommt man hierher, um zu schnorcheln oder für einen Tauchgang vor dem Finanzamt. Taxi to go to El Ecno Limited. I know the address, but the place where it is, we will find it, eh? Yeah. It's not a famous address. No. Nothing impossible. We do it. Okay. Mission impossible. Accepted. Das sah auf jeden Fall schon mal aus wie so eine Tafel, wo zahlreiche Unternehmen aufgelistet waren, die dort irgendwie sitzen. Aber wir fahren gerade so einen Schotterweg rein. Ich stehe jetzt
jetzt hier ein bisschen außerhalb der Hauptstadt Victoria von den Seychellen. Der Touri-Kram, der ist ganz woanders, um genau zu sein, am anderen Ende der Insel. Hier ist wirklich ganz normaler Alltag. Eine Schule, ein Schulbus fährt an uns vorbei, eine Autowerkstatt, eine Schiffswerkstatt. Und hier hinter mir befindet sich tatsächlich die Adresse meiner Firma, L-Egno Limited. Ich bin gespannt, was für ein Palast dort auf mich wartet und vor allem, wo mein goldenes Klingelschild ist. Da will ich doch gerne mal draufdrücken. Also erstmal finde ich sehr dubios, dass man hier so einen Schotterweg reingehen muss, der mitten in so einem halben Wald endet. Vor uns scheinbar Wohnungen, die ganzen Fenster stehen auf, deswegen gehe ich mal davon aus, dass da Leute wohnen. Links ein blaues Gebäude mit verspiegelten Fenstern. Mal schauen, ab jetzt sollten wir, glaube ich, Kamera lieber runternehmen, weil wer weiß, wer aus dem Fenster guckt. Wo sind wir denn hier gelandet? Ein bisschen aufgeregt bin ich, vor allem, weil da eine riesige Überwachungskamera ist. Und die Hakenkreuze machen wir auch ein bisschen dunkel. Toiletten. Ganz viele Stromkästen für Office 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir müssen auf jeden Fall Raum 303 finden, weil dort ist meine Firma L-Egno gemeldet und auch die Universal Enterprise, die ja mein Geschäftsführer ist und mein Gesellschafter. Ich kann das nicht sagen, ohne zu lachen. Nochmal eine riesige Kamera geradeaus. Also ich mache mir jetzt weniger Sorgen. Dadurch, dass hier das Hakenkreuz nochmal so abgewandelt ist, da nochmal irgendwie ein buddhistisches Zeichen, da oben auch dieser Elefant, da unten Pharao, ist es, glaube ich, ganz klar nichts Rechtes. Aber trotzdem im ersten Moment natürlich verwirrend. Stell dir mal vor, ich habe hier meine L-Egno Limited, möchte meinen Geschäftsgast einladen und der wird erstmal von vier riesigen Hakenkreuzen begrüßt. Könnte auf jeden Fall für Verwirrung sorgen. Oder König Peter, lauert hier auf mich und will mich jetzt reinlegen. Da ist eine Ringkamera. Irgendwer hat mich gerufen, oder? Hallo! Hi, ich suche den Raum 303. 303, ja? Yes. Ist das hier House of Francis? Das ist House ja. of Francis. Ich suche den Raum 303, die L-Egno Limited. Lass mich mal sehen. Okay, komm mit. Ach so, ist das euer Büro? Ja, kommt rein und nehmt Platz. Cool, danke. Wie kann ich dir helfen? Ja, ich mache gerade zufällig Urlaub hier auf den Seychellen und ich dachte, ich gucke mir mal mein Büro an. Weil wenn man hier schon die offizielle Büroadresse hat, dann will man ja auch wissen, wie es hier aussieht, oder? Ja, das stimmt. Wir sind eine Firma wie jeder andere auch. Wir haben auch noch andere Standorte hier im Ort. Insgesamt sind wir so 30 Mitarbeiter, also schon ziemlich groß. Ach krass, größer als ich dachte. Mein Plan war eigentlich ganz einfach. Ich wollte, dass die Frau mir von vornherein vertraut. Deswegen habe ich ein bisschen Smalltalk gehalten, ein bisschen mit ihr gelacht und geshakert, damit ich dann im Nachhinein auch die richtigen Fragen stellen konnte. Sag mal, weißt du, was für Unternehmen hier üblicherweise registriert werden? Die meisten sind Holdingunternehmen oder Investmentfirmen oder auch manchmal Immobilienfirmen. Aber natürlich nichts Illegales. Aber manchmal haben wir auch Kryptoseiten, Onlinebanken oder Finanzdienstleister. Okay, also Social-Media-Agenturen wie meine eher weniger. Naja, was die Unternehmen genau machen, das wissen wir auch nicht. Wir kümmern uns nur um die Anmeldung, die Dokumentationen dafür. Aber was sie alle genau machen, keine Ahnung. Das Prinzip ist eigentlich logisch. Dort werden weltweit Firmen gegründet, wo nicht mal die Gründer selbst mit ihrem Namen hinter der Firma stehen. Was da dann das Geschäftsmodell sein soll, das liegt wohl auf der Hand. Und das Schlimmste daran, es sind ausgerechnet Finanzdienstleister, Krypto-Bros und Immobilienfirmen. Ich will nicht wissen, wie viele Menschen ihr hart verdientes Geld ausgerechnet diesen Firmen anvertraut haben. Okay, also ich habe mein Unternehmen hier angemeldet, weil ich nicht möchte, dass das mit meinem Namen in Verbindung kommt. Warum machen das denn andere? Ja, das ist tatsächlich der häufigste Grund. Die meisten wollen, dass das Unternehmen nicht auf ihren Namen registriert ist. Man kann nicht einfach mal kommen und sagen, wer steckt hinter der Firma? Okay, das heißt nicht mal die deutsche Regierung? Doch, aber der Weg dahin ist mühsam. Sie müssen erst bei den Finanzaufsichtsbehörden anfragen, brauchen dafür aber natürlich einen plausiblen Grund und können nicht einfach grundlos nach jedem Unternehmen fragen. Okay, das heißt, solange ich in Deutschland die Füße stillhalte, kommt mir auch niemand auf die Schliche, oder was? Nee, also erstmal brauchen sie berechtigten Grund und die deutschen Behörden müssen dann erstmal auf unsere zukommen. Aber die Öffentlichkeit, die bekommt die Information natürlich nicht. Ein großer Grund ist auf jeden Fall, dass die Menschen hinter der Firma anonym bleiben möchten. Der zweite und wahrscheinlich noch viel größere Grund ist aber ganz einfach Steuerhinterziehung. Das Thema hat sie jetzt noch gar nicht angesprochen, deswegen habe ich einfach mal direkt nachgefragt. Okay, weil ich frage deshalb, ich habe ja diesen Service auch gebucht und deswegen dachte ich, ich muss in Deutschland jetzt keine Steuern mehr zahlen. Ja, das ist richtig. Auf den Seychellen gibt es 0% Steuern.
Aber ich glaube, in Ihrem Heimatland, da müssen Sie trotzdem Steuern zahlen. Ja, das glaube ich auch. Und deswegen glaube ich auch, ist eure Agentur so groß, weil viele Menschen nutzen das bestimmt, um keine Steuern mehr zahlen zu müssen. Ja, das ist sicherlich ein anderer großer Grund. Wir haben tatsächlich Kunden überall auf der Welt. Auch in Deutschland? Ja, tatsächlich. Und gar nicht so wenige. Aber mehr darf ich nicht sagen. Datenschutz. Okay, verstehe ich. Aber danke, dass wir hier sein durften. Okay, kein Thema. Passt auf euch auf. Ciao. Tschüss, macht's gut. Boah, ich habe überlebt. Hätte ich nicht gedacht, vor allem hätte ich nicht gedacht, dass es so einfach ist und dass die Menschen hier so freundlich sind. Dort sitzen 7, 8, 9 junge Frauen an ihren PCs. Sie tippen, sie sortieren Akten. Hinter ihnen Lawinen voll mit Aktenschränken. Also wirklich 20, 30 Aktenschränke. Jeden Buchstaben aus dem Alphabet gibt es locker 2, 3 Mal. Und trotzdem ist man so freundlich und lässt uns genau neben diesen Akten, wo die Kundendaten sind, sitzen. Hätte nur noch gefehlt, dass sie uns einen Kaffee anbieten. Punkt Nummer 1. Sie sagte, dass die meisten Leute hier ihr Unternehmen anmelden, weil im Heimatland niemand davon etwas mitbekommen soll. Sie sagte aber auch, dass sie schon so ein bisschen selektieren, dass sie nicht die übelsten Kriegsverbrecher, die ganz kriminellen Leute hier mit aufnehmen. Aber sie wissen auch nicht so zu 100%, was die Unternehmen hier machen. Die meisten Unternehmen, die hier gelistet sind, sagte sie, sind Finanzdienstleister, Crypto-Bros, Fintech-Unternehmen. Und dann zu sagen, naja, die meisten sind hier, weil sie nicht möchten, dass es auf ihren Namen läuft. Warum macht man das? Also natürlich läuft dann irgendwas nicht mit rechten Dingen. Und bei diesen Fintech-Unternehmen und bei diesen Crypto-Bros will ich mein Geld nicht lassen. Und die schützen die hier. Muss man mal so ganz klar sagen. Der zweite große Grund, und das hat sie selber auch gesagt, ist natürlich, man möchte Steuern sparen. Man möchte nicht zum Beispiel in Deutschland 50% Steuern zahlen, während man hier 0% zahlt. Also sie wissen, dass sie eigentlich eine Beihilfe geben für Steuerhinterziehung. Und der spannendste Punkt ist, sie weiß auch, dass hier sehr, sehr viele Kunden aus Deutschland sitzen. Und das macht es sehr, sehr spannend. Also falls hier mal in die Akten geguckt wird, glaube ich, ist für viele deutsche Unternehmen zappenduster. Und auch für meine Firma ist jetzt zappenduster. Ich werde die Elekno Limited schließen. Denn scheinbar sind die Banken wirklich die einzigen Unternehmen, die ihre Kunden von A bis Z durchchecken. Denn bis heute habe ich nicht eine Bankkarte erhalten. Ich hätte euch gerne noch gezeigt, wie einfach man auf den Seychellen Geld einzahlen kann und das dann hier klammheimlich in Deutschland wieder abhebt. Dementsprechend ist auch kein Geld über diese anonyme Briefkastenfirma geflossen. Denn ich weiß eins ganz genau, du kannst dich im Leben mit jedem anlegen, nur nicht mit dem Finanzamt. Die sitzen immer am längeren Hebel. Was bleibt am Ende? Nichts außer eine schöne, neue, aber sehr, sehr teure Urkunde. Wenn ihr mich supporten wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben und schreibt mal eure Meinung zu anonymen Briefkastenfirmen in die Kommentare. Wir sehen uns, macht's gut, ich flieg zurück auf die Seychellen. Das hier ist die Endcard. Hier sind 2 weitere wundervolle Videos, die ihr euch auf jeden Fall anschauen solltet. Und bevor ihr das tut, abonniert gerne meinen Kanal. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir da den nächsten Meilenstein erreichen. Und ansonsten schreibt gerne mal eure Meinung zu Offshore-Konstrukten in die Kommentare. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der das auch macht. Schreibt mal seinen Namen in die Kommentare. Bis dann. Tschüss.